Moin, der Zausel hier, heute wieder bei Zausel News und heute geht es um ein neues Thema und zwar geht es darum, dass wir uns heute mit Experten draußen in der Weltgeschichte unterhalten wollen und ich habe heute mal Folgendes vorbereitet und zwar ich habe Helmut dabei. Helmut kommt von der Baustelle und Helmut ist natürlich im Thema. Helmut weiß Bescheid. Freut euch auf die neuesten Folgen von Zausel und Helmut. Ja. Moin Helmut! Ja, moin, ne? Ja, moin Helmut. Schön, dass du da bist. Helmut, es geht um aktuelle Themen, die wir mal besprechen wollen. Helmut, erste Frage an mich. Erstmal, wie bist du auf dem Laufenden mit aktuellen Themen? Moin. Okay, Helmut, dann eine konkrete Frage an dich, logischerweise. Helmut, du liest ja, denke ich, diese große Zeitung mit so einem großen Buchstaben links in der Ecke. Riesengroße Zeitung, oder? Ja, lese ja auch die Welt, ne? Die Welt. Das ist eine große Zeitung, die weiß ja auch immer ein bisschen Bescheid, ne? Was man heute so lesen muss, da steht ja auch alles drin. Was steht ja alles drin? Ne, wenn ich morgens aus dem Dixie komme oder was, dann muss ich doch mal drauf gucken, ne? Ist ja klar. Ja, Helmut, gut, schön, dass du den Namen gesagt hast. Helmut, ein Thema war ja die letzte Zeit, muss man sagen, ganz, ganz wichtig gerade Corona. Wie siehst du gerade die aktuelle Situation im Fall Corona? Ja, die Cora, ne? Ja, die Cora hier, ne? Die hat da so eine Sendung da, wo sie da in so ein Hotel drin, wo sie sagt, ja, guck mal, was da sind denn da für Männer. Ja, wir kriegen das hier auf den Baum mit, ne? Ja, die Cora, das ist schon, die will nicht im Mittelpunkt stehen. Nee, das will die nicht. Die sucht einen Ehemann. Ja, die sucht einen Ehemann, damit die mal weiß, wo das ist in der Liebe auch. Ne, die braucht einen mit der Seite auch, ne? Die Cora, das ist ein wichtiges Thema. Heute mit der Familie auch. Ja, kann ich Ihnen sagen, doch. Helmut, nicht Cora, Corona, das ist eine Viruserkrankung, die gerade aktuell läuft. Da hast du so einen Mundschutz auf und musst aufpassen, mit Abstand halten und sowas. Ach, du meinst die Grippe da, die wir haben, dieses Covid-19, das ist so ein Virus, ne? Ja, das mit der Corona ist wichtig, ne? Da muss man auch machen. Ne, man kann nicht einfach sagen, nee, der geht an uns vorbei. Ne, da muss man schon mit Mundschutz arbeiten und so weiter. Ich sehe das ja immer wieder draußen, ne, wenn ich hier zu Tante Erna gehe, oder ne, Tante Erna hier in Amerika hin, weißt du, da ist es normal. Da laufen die alle, da guckt aber der alte Zinken, der guckt da immer meist noch raus. Ne, da wischt doch keiner eben Einkaufswagen ab, da musst du aufpassen, ne. Und deswegen gehe ich auch nur so hin. Ne? Ich gehe nur so hin. Da weiß man, wie jeder Mann vom Bau ist. Und da weiß man auch, das dürfen wir eben. Ne? Ich bin auch geschützt. Nee, Leute, bin ich ehrlich. Da müsst ihr mal ein bisschen drauf achten auch. Ne, so geht das nicht. Ihr könnt nicht einfach sagen, hier, Corona, da gibt's nicht. Nee, das ist schon wichtig. Das ist ja auch nicht alles einfach. Ne? Da muss man sagen, das ist nicht einfach mit der Corona. Aber ich sag mal so, ich mach das auch auf der Arbeit. Oder wenn ich mal zum Kunden gehe, dann sag ich dem auch, du mach dir den Lappen vor dem Gesicht.